Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Aradon RP. Ich bin's, der Klinky. Und ich let's play ja gerade in meiner Morpher-Reihe und ich bin gerade bei 3. Und in den letzten zwei Episoden haben wir die erste Mission gemacht, oder die ersten beiden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter. So. An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Genau. Sammeln und angreifen, wenn es dann mal funktionieren würde. Die Russen brechen in Angriff an. Wir schlagen sie in die Flucht. Die Russen sind ja auch Lappen. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarow, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, Ex-Besnas. Der einzige, den ich kenne, der Makarow noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden. Leck. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. So. Dann habe ich Black Screen und nicht darf wieder labern. Also. Ich habe jetzt so ein paar Tipps bekommen von Kommentaren und von Leuten, die ich meine Let's Plays angeguckt haben. Und ich bin anscheinend nicht aggressiv genug. Meint ein paar. Ich guck mal. Also, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt mal alle Tipps zu beherzigen, die ich so bekommen habe. Und dann gucken wir mal, wie das Let's Play wird. So. Strich. Lauf schneller. Endlich. So. Gucken wir mal, wie es losgeht. Kampfhubschrauber kommen über den Kamm. Wie viele sind das? Dass die Russen nur fliegen können mit dem ganzen Wodka. Nein, 5 MI-17. Kommando Silent. Ein Schützenteam rauf aufs Dach. Seh nix. Yuri, hier rüber. Ach, ich bin Yuri. Wir müssen Soap zum Hubschrauber. Oh mein Gott. Zerstörung. Aua. Hässlicher Helikopter. Yuri, geh auf den Balkon in Stellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Ach ja, das war ja hinhocken. Ja, ich muss erstmal verwirren mit Battlefield und so. Nein, sind sie nicht. Oh, hier sind sie wohl. Ah. Sterbt Russen. So. Bam. Und. Headshot. Vor allem greift so ein hässliches Kackdorf hier an. Von wegen. Kann ich bestimmt. Ja, ich bin ja schon da. Ja, yeah, ich kann mir die Spitze rein. Ich hätte natürlich getroffen. Weil ich ja ein so guter Arzt bin. Sie sind auf dem Dach! Wir müssen Soap zum Heli bringen! Gerade war der noch voll am Arsch und jetzt ist angeblich wieder transportfähig. Oh, ist das anspruchsvoll. Hey, wo ist der hin? Ach, der liegt auf dem Boden. Meine M4A1. Ja, die gönne ich mir mal. Oh, eine G36. Dann nehme ich auch mal. Lieber Hightech-Waffen als so hässliche Russenwaffen. Hoppala, was war denn das? Sterbt, 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 sterbt. Sache, die Russen haben ein MG
36. Ich will das haben. Ich möchte das haben, wo wir viele Waffen hier rumliegen. Ich spiele G36, schöne deutsche Waffe. Oh mein Gott, die bösen Russen schießen natürlich auf Zivilisten. Wenn ich die jetzt töte, wäre das dann böse. Voila, das war. Das war jetzt aber. Da oben hockt einer. Och, da verrecken ja alle. Ach, ich glaube, da hinten hockt so ein MG, oder? Sagen wir, da hockt da ein MG. Eher ungezielt schießen. Komm. Ins Gesicht, ins Gesicht. Upp. Wo kommt das denn jetzt hier bitte? Hey. Ist doch nicht nett. Böse Russen. Mann, ich wollte mir einen Headshot geben. Warte mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf M4. Da muss was Rabiates her. Ja, eine Granate. Könnt ihr auch mal haben. Wunderschön hier. Na, was ist das? Puh. Das war jetzt aber ungünstig. Es laggt. Der? Gleich töten? Ja. Dann darf ich nicht töten. Das ist schade. Wow, was zur Hölle. Ich will ein MG36 haben. Boah, wie es laggt. Ich krieg die Krise. Alter. Das ist nicht mehr lustig. Oh, der ist tot. Hatte der irgendwie dabei? Nur so nicht sicher, klar. Jawohl, das ist doch auch schon nett. Die Drohne kommt zurück! Hatte der ein MG? Wo ist denn die Drohne? Lol. Haben wir jetzt eigentlich mal das Taub noch dabei? Die Fahrzeugdrohne! Fahrzeugdrohne! Ja, ich bin doch schon da. Chill deine Basis. Wenn ich die jetzt töte, was passiert denn? Ich glaube, was nicht so schön ist, oder? Darf ich ihn töten? Darf ich ihn töten? Darf ich ihn töten? Ist hier schon tot. Oh. Naja, ich muss es mal ausprobieren. Nikolai, wir brauchen sofort die Fahrzeuge. Und Daten verschwinden. Durch ist es geschafft! Durch das Gebäude! Habt Angst! Geh rein! Lol, ein Hubschrauber. Ha 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 ha.
Fahrzeugdrohne ist in einer Kiste direkt unter ihnen. Haben sie einfach mal so einen hässlichen Schuppen, so eine dumme Fahrzeugdrohne? Ah, Hupala, was ist denn hier los? Bisschen unerfindlich, ne? Oh yeah. 2 cm dicke Panzerung. Weniger und Granatwerfer. Die Steuerung ist. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dein Job, Yuri. Nikolai, wie ist Sobs Zustand? Sehr schlecht. Wir müssen ihn hier rausbringen. Yuri, mach einen Weg zum Heli frei. Wir sind direkt hinter. Das soll Russensoftware sein. Die Minigun durchschlägt sogar Wände. Sogar Wände? Da habe ich dann Granaten. Oh mein Gott, wie es einfach nur scheiße lädt. Boah, flieg weg. Wir hatten irgendwie 36 dafür. Ich glaube, das bringt mir viel, weil die Mission jetzt zu Ende ist. Ich fahre hier so gemütlich. Voll die Nuss. Warum die Russen der ganzen Leute? Können die noch alle gar nicht so gut ausgebildet haben? Warum steht der Heli eigentlich da hinten? Leute, da werden Granaten eingesetzt. Und dann lassen wir das Auto in die Luft. Noch eine Granate. Noch eine Granate. Der Heli, da kriegt eine Granate. Die kriegen noch eine Granate. Auch noch eine Granate. Ich hab genug davon. Ach, da ist ein Heli. Little Bird. Bam. Yeah. Massaker. So muss das. Ach so. Oh. Mein schönes Spielzeug ist kaputt. Ja, die Dinger sind eh geskippt, die treffen mich eh nicht. Es soll wohl eindrucksvoll werden. Hupala, das trifft mich ja wohl. Natürlich kann man das im Rutschen so gut steuern. Realismus pur. Und er ist auch noch nicht Schwimmer, weil er Russe ist. Ja, jetzt mal von den Kopf über Wasser, danke. Ich lebe. Da steht die Drohne in der Luft. Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Chaos. Wer zum Teufel ist denn Yuri? Ja, das bin ich. Ich bin so cool, ich bin Russe.